Ein Mädchen wie du. Eine blöde Kuh. Neuer Fertigkeitspunkt. Sehr gut. Brauche ich nicht. Glaube ich. Wo Tucker. Geht's hin? Hot Springs Camp, bist du da? Ich brauche mehr Informationen über Larsens Überlebende in Marion Fox. Deacon, ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Jung, weiblich. Warte, er hat Hungry Jim's erwähnt. Das alte Pfannkuchencafé an der Ostbrücke. Holzfäller Figur, Stapel Pfannkuchen, kenne ich. Okay, da fange ich an. Mach das. Bleib stehen, verdammt! Gefällt dir das? Nachladen! Oh, er ist tot, okay. Okay, wo waren wir nochmal? Mach das. Und denk dran, bring sie mir. Ein paar Drifter kamen hier durch und haben ein paar Waffen mit uns getauscht. Vielleicht ist was für dich dabei. Ich werde dran denken. Dicken Ende. Gut, dann gucken wir gerade mal. Stories aktiv. Wo habe ich nochmal? Ach, hier. Nebenmission, Mission. Das ist. Gebiet, Camp, Kontrollpunkt. Weiter geht's mit der eigentlichen Geschichte. Dick, wie läuft's? Ich hatte ein bisschen Zeit. Ich hab was für dich. Oh, Boosman, ja, 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 mehr Scheiß ist immer gut. Danke, Bruder. Ja, dicken Ende. Das sieht doch alles noch gut aus. Warte. Stopp! Wir haben hier noch Nahkampfwaffen. Nahkampfwaffen, welche ich vielleicht mitnehmen sollte. Okay, so. Auf geht's. Was ist das ja nicht für ein Todeskreis? Sehr dubious einfach. Hui! Ach, damit muss man, das muss man aushalten. Ich mag es, dass wir jetzt den ganzen Weg hier runtergefahren sind durch die Cutscene und jetzt einfach den ganzen Weg wieder hochfahren. Ihr seid ganz harte Jungs, was? Wie vielen Leuten habt ihr diese Woche schon aufgelauert, hä? Ich mag es anscheinend, Umgebung auch auf die Dudes reagieren kann. Tremble. Nice. Das switche ich doch direkt mal. Wo bin ich hier? Hey, Mafius. Ich glaube, ich bin irgendwie bei einem Kult angekommen oder sowas. Cedric, holy shit. Vielen, vielen Dank für den Sub, Mann.
Ja, das ist aufregend. Aber ich weiß nicht, wo ich bin und ich weiß nicht, was ich machen soll. Deswegen gehe ich, glaube ich, einfach wieder zurück. Hau mir mein Motorrad und fahre dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Was, glaube ich, ein wesentlich besserer Plan ist, als alles, was hier jetzt passieren könnte. Hear the Rising, I guess? Keine Ahnung. Was ist das für ein Buchstabe? Ist das ein R? Ist das ein T? Tizing ist eigentlich kein Wort, glaube ich. Sehr, sehr mysteriös, das Ganze. Fear the Fisting. Oh Gott. Prepare for the Rising steht hier zumindest. Also irgendwas Besonderes scheint hier abzugehen. Irgendwas Böses wird jetzt passieren. Das war so klar, dass das... Ich fand diese Warnung so schön. So bereite dich schon mal mental darauf vor, dass jetzt einfach irgendwas richtig den Bach runtergehen wird. Oh Mann. Okay, ich habe gelernt, ich sollte vielleicht keine Viecher mehr umfahren, die auf der Straße stehen. Aber es hat sich so angeboten. Ich konnte nicht anders. Ihr könnt mir doch nicht so ein perfektes Reh auf die Straße stellen und dann erwarten, dass ich da nicht durchfahre einfach. Was ist falsch mit euch? Rudolf, the dead-nosed reindeer, is bleeding out on the street. Got hit by a motorcycle and the guy driving's name was Deek. Okay, oh Gott. Verdammter Bastard! Verdammter Bastard, bin ich einfach den scheiß Abhang runtergefahren. Wie konnte ich nur? Nee, so. Versteckst du dich? Du musst hier irgendwo sein. Wasser braucht man immer. Vielleicht unten am Bach. Ich sehe mich mal um. Das muss von ihr sein. Hier holt sie sich bestimmt ihr Wasser. Ja, du kommst jeden Tag her und holst Wasser, oder? Aber du bist vorsichtig. Du bleibst nicht lange. Kluges Mädchen. Okay, ich sehe. Kluges Mädchen. Sie meidet die Straße, kommt nur nachts raus. Mehr Freaker, aber es ist unauffälliger. Verdammter Ripper, von euch kommt hier keiner lebend raus! Ich. Okay, okay. Sag's euch, sie war hier. Na los, seht. So ein Mädchen. Sehr gut. Ihr
jetzt hab ich. Warum weichst du nicht aus? Oh Gott. Okay, er ist tot. Das ist schon mal ziemlich okay. Oh Gott. Du wirst frei sein. Gleich hat er dich. Die Rohrbombe. Wirf schon. Machen wir das mal ein bisschen klug und schalten erstmal den Typen da oben aus und dann kommen wir runter. Ha! Sehr gut. Feuern! Feuern! Hä? Okay, Rückzug. Sehr schön. Oh Gott. Das war nicht mehr auszuweichen einfach. Das kannst du nicht mehr machen. Das ging nicht. Unmöglich war das, sag ich euch. Aber jetzt kriegen wir das hin. Jetzt weiß ich, womit ich zu tun habe. Dank der Ripper von euch kommt hier keiner lebend raus. Jetzt geht's los. Stealth-Kill wäre was Cooles. Danke. Oh Mann, das war echt nicht so lustig. Ich finde auch Zielen in diesem Spiel echt richtig schwer. Also halt einfach nicht gut. Du willst halt irgendwas treffen und er... Weiß ich nicht. Keine Ahnung, es fühlt sich ganz, ganz strange an, wenn man zielt irgendwie. Wie kommt sie rein und raus? Sie teleportiert sich, würde ich spontan sagen. Eine Leiter, na klar. Er sagt Leiter, aber ich sage wo? Ach hier. Ah. Komm schon. Ich stell sie hier auf. Okay, Kleines, wo steckst du? Hab keine Angst, da. Ich tu dir nichts. Bist du allein? Ist da noch jemand bei dir? Ich warte hier auf meine Eltern. Sie sagen, ich soll nicht mit Fremden reden. Oh Mann. Okay, ist das dein Zimmer? Die sind wirklich toll. Sind das deine? Nein! Lisa. Langsam. Mir. Den habe ich fürs Turnen bekommen. Ich hätte gewinnen müssen, aber Missy King hat gemogelt. Lisa. Lisa, hörst du die Schüsse da draußen? Es ist hier nicht sicher. Ich war in der Schule. Und meine Mom rief an und sagte, ich soll nach Hause kommen, sofort. Sie würden hier auf mich warten und wir könnten zusammen los und... Ich kam her und fand eine Nachricht, dass sie mit anderen mitgegangen sind und ich wusste nicht, was ich tun soll. Also habe ich mich versteckt. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Schon gut, alles gut.
Lisa, nicht weit von hier gibt es ein Camp. Und da sollte ich dich wirklich hinbringen. Da sind Leute. Da sind Leute, die ich kenne. Es ist, ehrlich gesagt, ein Arbeitslager und fürs Essen musst du arbeiten. Das Leben ist hart. Was? Aber du wirst wenigstens nicht hungern. Nein, nein, meine Mom kommt nicht holen. Okay, ist das deine Mama? Du sagtest, sie kam nicht nach Hause. Stimmt's? Dann ist sie vielleicht im Camp. Mom ist im Camp? Ja, sie wartet auf dich. Ja, das tut sie bestimmt. Okay. Bleib dicht bei mir. Oh Gott, ich ahne, was passiert und ich habe keinen Bock drauf. Nein, die machen uns keine Probleme mehr. Hast du sie getötet? Sie sind weg. Nein, nein, viele Infizierte. Wo kommen die denn jetzt plötzlich alle her? Die waren eben noch nicht da. Okay, das ist kacke, da gehen wir nicht lang. Wir gehen hinten rum. Endlich, verdammt. Okay, die folgt mir auch noch. Bin ich hier lang? Nein, das sieht nicht so gut aus. Oh Gott, ist das dein Ernst? Weißt du, lass mich doch um die halbe Weltkarte laufen, wenn ich unbedingt möchte. Kein Grund, dass ich das nicht tun sollte. Wenn das Mädchen gleich aus einem Witzebuch vorliest, wissen wir, wo das geklaut wurde. Das ist halt echt so... Das ist halt richtig Last of Us für Arme. Warum? Nein, Vorsicht! Oh, wirklich? Ey, was ist denn los mit diesem Spiel, Mann? Das gibt's doch gar nicht. Das ist ein fucking Bär vor meinem Motorrad. Jetzt echt, Mann. Weißt du, das ist halt so ein Punkt, wo ich jetzt sagen würde, weißt du, RIP einfach nur. Das ist halt jetzt einfach so ein Haufen Bullshit, dass ich gar nicht weiß, was ich dazu jetzt noch sagen soll. Außer halt, fucking done, Alter. Das war's. Goodbye.
Gott! Okay. Das war in Ordnung. Das war jetzt so richtig unnötig, dass sie da einfach einen Bär hinstellen, aber... Ach Gott, Kinder. Was mache ich nur mit diesem Spiel? Okay, Lindsay, los geht's. Oh nein. Komm schon, steig auf. Wir müssen weg. Ich weiß nicht so recht. Komm schon, Kleine. Wir müssen weg. Hey, wie heißt du? Deacon. Mein Name ist Deacon, ja. Lisa, wie hast du hier draußen alleine so lange überlebt? Oh, du redest nicht viel, was? Mein Dad sammelt Steine. Wir haben hier immer zusammen nach Donnereiern gesucht. Donnereier? Was ist das? Das sind Steine, aber man schneidet sie auf. Innen sind sie richtig schön. Okay, das klingt toll. Wir haben überall gesucht. Am Belknap-Krater, beim Lavastrom, am Black Crater, überall. Glaubst du, er ist auch im Camp? Ich weiß nicht. Weißt du, sie soll, glaube ich, irgendwie so 14, 15 sein, aber sie benimmt sich wie 5. Das ist doch mal richtig gutes Character-Writing einfach. Scheiße, da ist jemand im Tunnel. Oh, ey. Pass auf die Schüsse, du gehört hast, das waren... Oh, wirklich? Du kannst ihn einfach überfahren, Alter. Siehst du das? Ja. Bleib. Okay. Wo rennst du denn hin? Da! Der ist am Ende! Verletzte! Na, wie ist das? Ja, schlag zu! War's das? Ah, nee, das war's noch nicht. Eigentlich wollte ich die Spitzhacke auch mitnehmen, aber okay. Dann halt nicht. Lisa? Kleines, komm schon raus, alles gut. Was haben wir denn hier? Weiter geht's. Na los, steig auf. Alles okay? Ja. Ich glaube, ich will nach Hause. Nein, Kleine, ins Camp. Weißt du noch, deine Eltern, sie... Ja, sie könnten dort sein. Okay. Ich habe eine Frage, Lisa, und du musst wirklich gut darüber nachdenken, okay? Hatten eure Nachbarn irgendwelche Schusswaffen, also Pistolen, Gewehre, sowas in der Richtung? Nein, die Männer haben alles mitgenommen. Männer? Solche wie die Männer im Tunnel oder hatten sie Uniformen an, wie in der Armee? Wie die Armee, aber sie waren ganz schmutzig und hatten selbstgemachte Fahnen. Die Schutz County Miliz, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. War noch jemand bei ihnen? Frauen, Kinder? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Tommy wüsste das noch. Tommy? Tommy Strickland, mein bester Freund, aber... Er ist weg. Er ist mit seinem Dad im Versteck. Versteck? Ich... Sein Dad hat einen Atombunker gebaut und Vorräte eingelagert. Karten, Essen, Wasser, Waffen, solches Zeug halt. Okay, weißt du, wo das ist? Nein, ich sollte mitfahren, aber ich wusste, dass meine Eltern mich hier abholen kommen. Ich weiß halt jetzt nicht, ob sie ein bisschen zurückgeblieben ist oder irgendwie plötzlich doch nicht mehr, weil jetzt klang sie eigentlich relativ klar und relativ normal denkend. Okay, das ist es. Wir sind da, also bleib einfach bei mir. Okay.
Na, wen haben wir denn hier? Mrs. Tucker. Oh mein Gott. Lisa, Schatz. Alles gut. Hier bist du sicher. Mama und Papa, alle wurden krank. Ich wusste nicht weiter. Männer kamen. Die Leute wurden krank. Schon okay. Du bist hier sicher. Das ist ein Wunder. Ein verdammtes Wunder. Wir waren Nachbarn, stimmt's, Lisa? Wir wohnten im selben Block. Ich kannte ihre Eltern. Sind sie hier, Mrs. Tucker? Schatz, du kennst die Antwort. Nein. Sie sind nicht hier. Gehen wir rein. Wasch dich erstmal. Und iss etwas und dann suche ich dir einen Platz zum Schlafen. Nimm sie mit. Gib ihr was zu essen. Geh zu Alkai. Ich schreibe dir nachher Punkte gut. Hey, hey, hör mal, sie hat viel durchgemacht. Könnten wir es. Ich entscheide hier, wie. Nein, hör zu, ja? Im Ernst, nimm sie nicht so hart ran wie die anderen. Erzähl mir nicht, wie ich hier das Camp führen soll. Du willst hierher ziehen? Du willst uns vor Ort helfen? Dann kriegst du vielleicht eine Stimme. Jetzt reiß dich zusammen, Dick. Die Charaktere in dem Spiel sind so fucking weird, Alter. So redet doch keiner. Kein Mensch der Welt unterhält sich wie diese Menschen hier. Das ist so komplett abstrus, diese Gespräche in diesem Spiel. Die machen keinen Sinn, Alter. Oh mein Gott. Ey, das gibt's alles nicht. Das gibt es einfach nicht. Ich glaube, ich möchte mehr über Sarah erfahren. Das heißt, ich mache gerade mal das hier. Ist das jetzt weit weg? Ah, das ist da vorne. Oder? Da. Was ist hier? Okay, also anscheinend auch nur 700 Meter weg oder so. Hä, das kaufe ich euch nicht ab, dass das nur 700 Meter ist, da kann ich ja hinlaufen. Strange, aber gut. Kann ich helfen? Hey, was gibt's? So, tanken wir mal nach. Reparieren wir mal. Cool. Dann haben wir ja hier hinten noch irgendwie ein bisschen Stuff. Oder sollten wir vielleicht erstmal zu dem Munitionsdingsbums laufen, damit ich mir mal neue Waffen kaufen kann? Weil die ich habe, sind schon ziemlich scheiße irgendwie. Hey. Geh mal da rüber. Was geht? Okay, die kann ich nicht kaufen, weil, haha, Vertrauensstufe 2. Gut, Okay. Ich verstehe schon. Dann halt nicht. Wir sehen uns. Weißt du, dann fuck it. Dann mache ich das leider nicht. Kann ich nicht irgendwie quick traveln zu Copeland's Camp? Weil da kann ich mir das doch dann kaufen, oder? Da ging das doch irgendwie. Sie sind mir alle irgendwie unsympathisch, wie in Far Cry New Dawn. Ich muss aber sagen, Far Cry New Dawn war wesentlich hübscher als das hier. Und ich fand, das mit diesen Blumen konnte schon einiges, dass über diese pinken Blumen waren. Waren die pink oder lila? Ich weiß es nicht mehr. Sie waren auf jeden Fall richtig hübsch, muss ich sagen. Sie waren richtig hübsch. Das mochte ich echt gerne. So, wo kann ich... Hier kann ich nichts machen. Was sagte er? Metolius Springs, ja. Ja, ich weiß, wo das ist. Komm schon, O'Brien. Ich hab noch ein paar Fragen an dich. Ja, Dick.
Ich habe gerade was gehört. Dieses Nero-Funkgerät ist doch ganz nützlich. Ich weiß, wo sie morgen hinwollen. Warte, ich dachte, du schaffst die nicht alleine. Ja, das stimmt. Aber mit ein bisschen Glück komme ich ungesehen an ihren Heli ran und... Ich übernehme das Zählen. Zeig's ihnen, Bruder. Nein. Und denk dran, was Jack immer sagte. Fahr nicht schneller, als dein Schutzengel fliegen kann. Wie schon gesagt, Jack hat immer viel Scheiße erzählt. Deacon Ende. Okay, mal sehen, was zum Henker Nero so vorhat. O'Brien, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Okay, anscheinend kann ich hier echt nicht so viel machen. Okay, bis dann, Deke. Neue Waffen kann ich mir anscheinend hier auch nicht kaufen. Damon. Halt, Vorräte. Cool. Unfallwaffen, Schalldämpfer, das bringt mir auch alles nichts irgendwie. Hast du ein Problem? Cool, ich habe jetzt eine Armbrust. Das ist doch sehr praktisch. Was? Nicht genug Punkte? Welche ich irgendwie nicht benutzen kann. Danke. Hey. Pomp. Hey, soll ich auftanken? Ja. Tank mal auf. Reparier mal. Könnte besser aussehen. Und schon bin ich pleite. Bis demnächst. Ja, bis dann. Und mein Motorrad ist weg. Ah, ne, hier ist es. Okay. Kann ich denn jetzt lustigerweise vielleicht möglicherweise hier quick traveln? Nö. Okay, schade. Hier wäre jetzt aber noch eine Story-Mission. Und hier ist eine Story-Mission, ne? Genau. Aha, guck mal. Das ist auch noch wichtig. Das heißt, da fahren wir hin. Das finde ich gut. Das machen wir. Los geht's. Da bekommen wir auch eine Story-Sequenz. Auf dass wir irgendwann Sarah heiraten. Platsch. Oh Gott. Nicht irgendwo gegenfahren. Ach man, deswegen lässt man mich halt auch einfach kein Motorrad fahren. So, wir sind da. Oh Mann. Sein. Okay, so. Okay, die kann ich nicht herstellen, weil da fehlt mir der Zedernsetzling für. Spannend. Okay. Schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet.
wär's, wenn wir auf dem Rückweg nochmal Halt machen. Würde mir gerne ein paar Fallen ansehen. Hey, Doc, wann sind Sie endlich fertig? Ich bin kein Arzt. Wie oft muss ich Ihnen das noch sagen? Sorry, Lieutenant O'Brien. Wie lange bleiben wir noch? Bis wir fertig sind, Corporal. Bis wir fertig sind. Ich dachte, ich hätte etwas gesehen. Ich werde mal nachsehen. Ja? Ist wahrscheinlich nichts. Frisches Aas vielleicht. Okay, Doc. Lieutenant. Hat das einer gehört? Nur Tiere können so aus werden, Corporal. Menschen nicht. Wir haben den Millimeter noch gecheckt, oder? Ja, alles okay. Er macht sich leider ganz schön gut aus dem Staub hier gerade. Weiß nicht, ob ich da noch hinterherkomme. So, jetzt lenken wir ihn hier gerade mal. Okay, er geht einfach. Das ist natürlich auch sehr angenehm. Lieutenant O'Brien, Feldnotiz 2006. Als ich den Landeplatz erreichte, sah ich einen Schwarm Insekten. Wahrscheinlich Tabanus atratus oder Diptera. Von der Lichtung weit entfernt vom eigentlichen Ziel. Aus der Entfernung konnte ich nicht erkennen, was sie anzog, aber aufgrund der Größe des Schwarms würde ich auf frisches Aas tippen. Sollte irgendwo hier sein. Verdammt, wo ist das? Ah, hier ist es. Es handelt sich tatsächlich um Tabanus atratus. Hier sind viele Bremsen. Ein Glück, dass ich den Anzug anhabe. Das Aas ist überwiegend intakt. Das war ein Odocoileus hemionus, ein Maultierhirsch, als ob das jemand überprüfen könnte. Die Streifung der größeren Muskeln weist auf eine Infektion mit Hooligan-Stamm HB hin. Ich nehme eine Probe zur Bestätigung. Tja, sieh's mal so, du armer Teufel. Die Freaks haben dich nicht erwischt. Hättest du länger gelebt, wärst du auch einer geworden. Das wäre doch mal was. Oh oh. Was willst du? Aua. Ich will nur reden. Neuroprotokoll 2-7 besagt eindeutig, dass bei laufenden Operationen in Quarantänezonen beim Antreffen von Zivilisten es um Zivilisten keinerlei Kontakt erlaubt ist. Wirklich? Sieht aber aus, als hättest du gerade Kontakt. Ja, das hab ich. Du lebst. Ja? Das tue ich. Wie? Wie ist das möglich, also, O'Brien? Ich verstehe nicht. Okay, du warst da, in der Nacht, in Farewell. In der nächsten Nacht brannte das Flüchtlingslager und die Helis. Alle waren tot, abgeschlachtet, zerfetzt, in Stücke gerissen. Okay, hör zu. Entweder auf die sanfte oder die harte Tour. Die sanfte Tour, wir plaudern ein wenig, du gibst mir die Informationen, die ich brauche, und dann buddelst du dich weiter durch Freaker-Scheiße oder was du hier treibst. Die harte Tour. Ich zerreiße dein Astronautenkostüm und wir sehen mal, was deine Freunde dazu sagen, dass du kontaminierte Luft einatmest. Also was darf sein, O'Brien? Ja. Okay. Okay. Damals, auf dem Dach der alten Brauerei, habe ich eine verletzte Frau in deinen Heli gesetzt. Ja. Ich erinnere mich. Eine Stichwunde. Sie war übel zugerichtet. Ich fuhr zum Flüchtlingslager, in das du sie bringen wolltest. Alle waren tot, also frage ich dich nochmal. Wie hast du überlebt? Wir waren nicht da. Wir wurden umgeleitet zu einem anderen Camp. Wie du sagtest, das Camp in Belknap wurde überrannt. Wir sollten nach Süden, in ein Camp am Silver Lake. Gab es Überlebende? Du meinst heute? Ich weiß es nicht. Ich wurde der Forschungseinheit zugeteilt. Hat sie überlebt? Halt! Ich sehe nach. Ich finde es raus. Du hast ein Funkgerät von uns. So hast du... Ich kann nichts versprechen. Aber ich versuch's. Und ich begleite dich. Los, komm schon. Du kennst die Kerle nicht. Die knallen dich ab. Vorher knall ich dich ab. Okay, hör zu, wenn du mich umlegen willst, bitte. Okay? Ich mach nur meinen Job. Diese Frau, deine Ehefrau. Ich gab ihr Sauerstoff, eine Infusion. Hielt sie am Leben. Deshalb habe ich Ärger gekriegt. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht. Ich brachte sie ins Feldlazarett. Ich hab sie gerettet. O'Brien, Bericht.
Ich muss los. Bitte, du musst hier weg, okay? Du kennst diese Kerle nicht. Du weißt nicht, wozu sie imstande sind. Wenn ich nichts von dir höre, egal wie lange es dauert, ich werde dich kriegen. Und dann werde ich dir mehr abreißen als nur eine Antenne. Tut mir leid mit deiner Frau. Aber nicht nur du hast jemanden verloren in dieser Nacht. Das war jetzt tatsächlich die erste gute Cutscene in diesem Spiel. Unfassbar. O'Brien. O'Brien, er lebt. Wie zum Teufel kann das sein? Sie sind Richtung Süden. Oh Gott. Er sagte, er gab ihr Sauerstoff und eine Infusion. Hielt sie am Leben, meine. Sepsis hätte sie fast umgebracht, aber er brachte sie ins Feldlazarett. Er hat sie gerettet, hat er gesagt. Er hat sie gerettet. Sie könnte also noch am... Nein, das kann nicht sein, nein. Aber O'Brien lebt noch. Wenn er noch lebt, dann vielleicht... Hey, Bushman, ich hab dich doch gefragt, ob du dich an diesen Nero-Penner O'Brien erinnerst. Ja, Dick, es ist alles etwas verschwommen. Ja, okay, dann schlaf erst mal eine Runde. Ich erzähl's dir später. Hey, halt die Klappe, verdammt! Sorry, hier drin ist die Hölle los. Sie ist Eddie, ist raus, um was zu holen, ich weiß nicht was. Wann hauen wir denn ab? Dick? Ah, bald, Usa. Sehr bald. Hör zu. Sobald es deinem Arm besser geht, sehen wir zu, dass wir Land gewinnen. Ja, Dick. Okay. Okay. O'Brien. Hörst du mich? O'Brien? Du verfluchter Mistkerl, wenn du dich nicht meldest, dann... Ich weiß, dass du auf dem verdammten Kanal bist! Okay, also wenn du dich nicht bei mir meldest, dann komm ich zu dir! Hast du mich verstanden? Ach Gott, verdammt, jetzt komm schon! O'Brien, melde dich! Okay, gutes Spiel. Größtes Spiel bisher, finde ich. Also das fand ich jetzt halt legitim spannend, ehrlich gesagt. Dass man erstmal so ein bisschen erfahren hat, was da abgeht. Dass man so ein bisschen was von Leuten erfährt, die halt auch Ahnung von der ganzen Sache haben. Die halt nicht sich verhalten wie komplett abstruse Menschen, die nicht wissen, wie man sich verhält. Der Typ kam mir tatsächlich vor wie eine real existierende Person. Und das fand ich sehr angenehm. Was haben wir denn hier hinten? Irgendwie scheint der Weg ja besser zu sein, als was auch immer, wo mich das Spiel hier gerade hinleiten möchte. Siehst du, mein Weg war viel geiler als der vom Spiel gewählt wurde. Mal gucken, wo ich hinkomme hier. So, du willst also das Jagen lernen, richtig? Ich kann eine Flinte abfeuern. Ein Gewehr, keine Flinte. Ich war bei den Gebirgsjägern, Korb. Lass doch den verdammten Marine-Scheiß. Einen Hirsch zu töten ist anders als einen Menschen. Oder ein Freak.
Die beste Art zu jagen ist, Fährten lesen. Du musst dich konzentrieren. Und auf Mutter Natur hören. Wenn du genau hinschaust, kannst du die Zeichen sehen. Nehmen wir doch das hier gerade noch mit. So ein paar Johannisbeeren sind doch auch immer gut. Gut, alles klar. Augen auf. Siehst du den Hirschkoter? Ganz frisch. Ja, ich seh's. In die Richtung. Ja, das sehe ich. Gut, dann komm jetzt. Schnell, da ist er. Ich sehe ihn. Hier, nimm ein Gewehr. Wenn du Gebirgsjäger warst, kannst du damit umgehen. Jakob, ich weiß, was ein Visier ist. Ruhig, ruhig. Ich komme klar. Guter Schuss. Erwischt. Oh, verdammt, er hat nicht gesessen. Er kommt davon. Oh, Bullshit. Schon okay. Er ist verletzt. Der wird jetzt verbluten. Wir müssen ihn nur finden. Ach, okay. Siehst du die Blutspur? Hier. Ja, sehe ich. Dann folge ihr. Bin dran. Der wird jetzt sicher langsamer. Verliert zu viel Blut. Wir sollten jetzt gleich auf seinen Kadaver stoßen. Gut. Weißt du, wie man ein Tier ausweidet? Ja, ich habe Red Dead Redemption 2 gespielt. Natürlich weiß ich, wie das geht. Ich habe schon mal gejagt. Er war mit seinem Vater öfter auf Elchjagd und er hat mir gezeigt, wie das geht. Gut. Sagen wir mal, nichts gegen Buse, aber das geht echt noch besser. Du verschwendest viel zu viel Fleisch. Eigentlich nicht schlecht für einen Anfänger. Ja, danke. Gut, gib mir jetzt das Gewehr. Ja, danke. Wie gesagt, Deek, im Camp können wir Wild immer gut brauchen. Vor allem für die Verwundeten nach dem Ripper-Angriff. Okay, Kaupe. Ja, ich versuche daran zu denken. Gut, das war spannend, weil ich würde sagen, ich mache mich jetzt hier vom Acker. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder zu 24 Stunden Persona 5. Oha!